Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play The Witcher 3 mit mir im Partial-LP. So, da haben wir ein Schutzschild, aber das braucht man anscheinend gerade nicht. Was auch immer ich gerade aufgenommen habe. Naja, wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Aber wir haben neue Waffen bekommen. Ja, ist deutlich besser. Aber eindeutig. Und sonst... nichts. Okay, schade. Egal. Ich muss pissen wie ein Stier. Was ist hier? Was ist denn hier oben? Achso, ich muss hier hoch. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkher. Von den de Jonkhers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon, träumt von der Geschichte des Hauses. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern, aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer, dich lasse ich rein, Marotte von mir. Das zweite Schwert, ist es für den Notfall? Warum auch immer? Sehr. Aber warum soll ich hier herumschauen? Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Was ist denn da oben los? Halt! Geh weg! Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf! Aber wo ist das Vieh hin? Und was passiert hier gerade? Die Puppe. Der Dachboden. Na schön, mal auf dem Dachboden nachsehen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Ich hab schon verstanden. Man kommt nicht in den nächsten Raum. Naja, irgendwie muss man hier durchkommen. So zum Beispiel. Geht's hier? Nee, das ist der Dachboden. Sonst was? Ach, hier. Und irgendwo soll eine Puppe liegen. Okay. Warum sind hier Kinder laut? Ich wette, sie liegt nicht mehr im Bett. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Untersuche das Bild. Welches Bild ist denn gemeint? Ach so, vielleicht, das, was ich im Inventar gerade reinbekommen habe. Wo ist es? Da. Seltsam. Eine Puppe. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten. Bitte. Vielleicht sollte ich eine suchen.
Da ist sie. Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ich sollte wohl einen Ofen suchen. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Was ist das? Ich nehme mal an, dass der Ofen im Hauptzimmer unten ist. Okay, ist nicht so. Ich muss wieder rauf anscheinend. Oben ein Ofen. Da ist doch auch kein Ofen. Hier. Auch nicht. Vielleicht im Keller unten. Kann ich auch so runter? Ja, passt auch. Geh auf. Geh auf, Falltür. Aua. Na bitte. Ich dachte, ich zünde ihn mal an, aber ging nicht. Hab ich dich erschreckt? Stimmt's? Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Was könnte ich? Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht, und dann... Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Danke sehr.
Dann gehen wir hier mal rauf und wecken die junge Dame. Ach, sie ist jetzt wach. Wunderbar. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Okay, sie ist schon weg. Und wir sagen dem Bankier, dass wir das hier nicht befreien können. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinnes bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja. Recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Genau so ist es. Das denke ich auch, Herr Bankier. So, zum Goldenen Stör laufen wir jetzt und hören uns die Geschichte an. Ich speichere da lieber mal, bevor das Spiel irgendwie abstürzt. Das habe ich ja so richtig gern. Okay. Ich glaube, da sehe ich einen Herausforderer, der den Rambock unterwerfen will. Nee. Hier steht's. Wird Zeit, wir sind schon gut. Ich mach dich an. Ach, sie ist oben. Sie hat ein Zimmer. Genau, so hieß es. Jupp, da ist sie. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen. Geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigger. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte, auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen? Ich habe noch mehr zu sagen. Dann bitte.
Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen hin. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich. Sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ja, ich glaube schon. Dann bin ich ganz Ohr. Ich erledigte einst einen Auftrag, sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Ich glaube, das will ich nicht mehr sagen. Nein. Machen wir weiter. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Kann ich zudem noch mehr sagen? Von mir aus? Ja, da ist noch etwas. Nee, doch nicht. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Yennefer war nicht in Novigrad. Triss schon, aber Ciri hat sie nicht gefunden. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört.
Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Ja, das hoffe ich auch. Kann ich sonst noch was erfahren von dir? Ja. Nee, kann ich nicht. Also, im nächsten Part werden wir zu Rosmarin und Thymian gehen. Ich sag wie immer, danke fürs Zusehen. Euer Pazian LP. Tschüss, Leute.